Herzlich willkommen, YouTube. Leider ist gerade eben bei der ersten Aufnahme die komplette Tonspur verschossen. Wo sie hin ist, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, herzlich willkommen zu Get Digital. Das erste Item, ein Leckstein. Da habe ich letztes Mal fast schon vergessen. Sieht aus wie eine Muschel. Könnt ihr euch, wenn ihr damit fertig seid, ins Bad legen. Diesmal packe ich ihn hier drüben hin, damit er mir nicht wieder ins Video fällt. Und da habt ihr die kleine Box. Ich habe es jetzt mal ausgeleert, denn ich habe die Items schon drin gehabt. Yeah, Tonspur. Wenn du irgendwann wieder auftauchst, bleib da, wo du bist. Ich will dich nicht mehr sehen. Wir haben ein Loot-Heft. Wir haben viele coole Items. Sagt mir gerne, wie sie euch gefallen haben. Wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare eure drei Lieblings-Items der Box. Liken, abonnieren, Video teilen. Auch gerne auf Instagram und Twitch vorbeischauen. Würde ich mich auch sehr freuen. Und auf Instagram könnt ihr diesen Monat, Ende des Monats, Final Fantasy 16 gewinnen. Das wird dann Ende, zum letzten Wochenende des Monats immer kommen. Jeden Monat ein neues Gewinnspiel. Wenn ihr dieses Video aktiv kommentiert, oder passiv kommentiert, wie man auch das machen kann, ihr findet schon einen Weg. Kann ich euch nur sagen, nicht vergessen, ihr habt Chance, diese Box und die nächsten zwei Boxen, was die King's Loot sein werden, zu gewinnen. Mein Eindruck der ersten King's Loot war jetzt nicht so gut. Vielleicht überzeugt mich die Anime-Boxen, Manga-Boxen. Mal gucken, was drin ist. Soll am Wochenende kommen. Liegt jetzt eigentlich nur an DHL. Ich bin guter Dinge, weil eigentlich klappt mit DHL mal sehr gut. Aber da, wo sie abgeliefert oder zugestellt werden oder ins Auto verliefert, gelagert werden. Also daran hapert es halt. Und bevor wir rumheulen, ich würde mal sagen, ich zeige euch meine kleine Taschenloot-Box im Design eines Zauberwürfels. Das Design eines Zauberwürfels. Wenn ihr den Zauberwürfel rausholt und ihr passt mit dem Finger hier oben rein, einfach mal reingreifen, dann könnt ihr mit dem Vakuum ein bisschen arbeiten. Ich lasse jetzt auch in der Folie. Habe ich letztes Mal vielleicht nicht so gemacht. Hier unten ist ein kleines Loch wegen dem Vakuum. Hier könnt ihr dann so eine Rolle reinsetzen und hier oben könnt ihr dann euch die Taschentücher abziehen, ne? Der Zauberwürfel ist jetzt magische. Dann haben wir ein super tolles Blechschild von Superman. Es ist ein Blechschild von Superman. Wir hätten ein anderes Blechschild haben können, aber wir haben das von Superman bekommen. Retro-Look, yay. So. Wir haben einen richtig tollen Schussanhänger in Zauberwürfel-Optik. Ja, anscheinend hat es ein bisschen Zauberwürfel gebraucht. Ist ganz cool. Schussanhänger gehen immer. Wenn ihr den cool findet, schreibt es in die Kommentare, wie gesagt. Ich werde die auf alle Fälle los. Ich habe so viele Schlüsselanhänger. Und dann gibt es hier ein, ich sag mal, Kinderspiel, Brettspiel für Kinder ab 3 Jahren und da von 0 bis 3 Jahren nicht geeignet. Also könnten Kleinteile drin sein, wie es aussieht. Würfel und Co. Die Rückseite ist in Englisch, aber ihr bekommt eine deutsche Anleitung. Bitte sehr. Das war dann dieses Item. Dann haben wir ein cooles Puzzle. Ach so. Sorry. Genau, irgendwie von. Andersrum. Irgendwie von der Netflix-Serie. Die ja nicht so toll gewesen sein soll, aber könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe kein Netflix mehr. Hier haben wir noch Alternativen. Wo ich sagen muss, ich komme gleich ein bisschen näher ran. Ich finde das Motiv. Das Motiv und das Motiv mit am coolsten, wo ich mir denke, das finde ich mit am allercoolsten. Ich zeige es euch mal von nahen. Ich muss ein bisschen mit dem Ringlicht das arbeiten. Wie gesagt, das hat schon Marvel-Vibe. Ja, und das finde ich eigentlich richtig cool. Genau. So, dann kommen wir zu einem echt coolen Item. Sonnenfinsternis, Mondfinsternis kann ich schon mal ein bisschen vorspoilern. Und noch ein witziger Enddialog. Ihr wisst bestimmt Bescheid, wenn ihr das seht. Die Sonnenfinsternis. Nee, Quatsch. Ja, der Mond dreht sich um die Erde und blablabla. Mond vor der Erde ist der dies und. Also. Luna-Eklipse, Solareklipse, Apokalypse. Ich finde das T-Shirt cool. Der Stoff ist mega cool. Also der ist echt weicher und also keine Ahnung, was sie gemacht haben, aber der ist echt cool. Leider gibt es später noch eine traurige Nachricht zu T-Shirts. Geht dir gleich. Dann für alle SpongeBob-Fans gibt es 2 coole Items.
einmal ein Spongebob-Flaschenöffner mit Magnet und einmal ein auf 1999 Stück in 24 Karat vergoldeten Spongebob Limited Gedöns Teil Pin Bumper und wie sowas. Ihr seht aber gleich im Heft, was ich meine. Jetzt kommt die Preisliste. Die werde ich euch natürlich wieder hier irgendwo einblenden. Ich lasse mich selber überraschen, wo ich es mache. So, der Zauberwürfel-Taschenbuchhalter ist 19,95. Der Master of the Universe Revelations Puzzle ist 16,95. Das T-Shirt 18,45 für eine schöne gerade Zahl. Blechschild von Superman oder Batman 7,95. Ich habe leider wieder Pech mit Superman, aber was willst du machen? Gut, ja, ich finde den Batman jetzt auch nicht so cool, weil die Animated Series von Batman finde ich um einiges cooler als das meiste drumherum. Ich meine, die neueren Filme so gehen soweit, auch mit diesem animierten Stil, also wo sie im Anime-Welt sind. Dann haben wir den Schlüsselanhänger für 4,95, der eigentlich mittlerweile recht günstig ist. Ich habe Schlüsselanhänger gesehen, Alter, die Dinger gehen auf 12 Euro zu. Aber okay. Das Kartenspiel 3,95. Das Leck, die Leckmuschel, Leckstein ist umsonst. Und SpongeBob. So sieht erstmal das Design aus. Hier könnt ihr auch nochmal ein bisschen was dazu lesen, wenn ihr möchtet. Ich würde es euch auch nochmal vorlesen, weil es das Upgrade ist. In diesem Upgrade erwartet dich gleich doppelter Loot. Das 24 Karat vergoldete Sammlerstück SpongeBob Schwammkopf in der limitierten Auflage ist nämlich mit nun 1999 Exemplaren weltweit, eine Anspielung auf das Erscheinungsjahr der Serie in den USA, etwas ganz Besonderes. Zudem erwartet dich im Upgrade der SpongeBob Schwammkopf Flaschenöffner. Mit dem frechen Grinsen des Schwammes öffnest du in Windeseile jedes Getränk deiner Wahl und durch den Magnet auf der Rückseite haftet er perfekt am Kühlschrank und wartet auf seinen nächsten Einsatz. Das 24 Karat Display Gedönsding kostet 26,95 und der Flaschenöffner 14,95. Das nächste Item ist ein bisschen creepy, glaube ich. Das ist denn hier so Die Roboter Zeug. Ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, das ist nicht zum Bauen oder so. Und die nächste Box beinhaltet ein bisschen Traumknack. Und zwar gibt es kein T-Shirt, aber ein Harry Potter Teppich. Kein Shirt im August. Bisher war das Loot-Shirt immer fester Bestandteil der Loot-Box. Allerdings gab es in unseren Loot-Community auf Facebook, Twitter oder auch in unserem Blog-Umfragen oft den Vorschlag, irgendwann auch mal eine Loot-Box ohne Shirt zu machen. Einfach um den Kleiderschrank ein wenig zu schonen und Platz für ein wenig mehr Abwechslung zu machen. Ja, auch ich habe meine T-Shirts mittlerweile alle, fast alle verschenkt, bis auf das letzte T-Shirt mit BATAT, wegen Batman und Star Wars Crossover und weil es lustig klingt. Im August ist es nun soweit. Zum allerersten Mal wird es eine Lootbox ohne Shirt geben. Stattdessen haben wir von den Budget einen weiteren großen Artikel in die Box gelegt. Den Harry Potter Teppich. Wie gesagt, wir reden hier von einem Wert von 18,95. Ich glaube, die Teppiche sind die braunen Dinger. Kosten auch so um die 20 Euro, Hacke zu sehen. Bei EMP kann man sowas auch gerne mal kaufen. Vorsehen halt wie die Seuche, deswegen kommt mir sowas nicht ins Haus. Das ist erstmal nur ein einmaliges Experiment. Ab September wird es wie gewohnt mit einem Loot-Shirt in jeder Box weitergehen. Ist auch gut für euch, wenn ihr die T-Shirts haben möchtet. Mit coolen Designs. Und wie gesagt, wenn ihr ein T-Shirt in dem der Qualität habt, ist es echt cool. Qualitätsstufen sind zwischen kannst du wegkloppen zu kannst du 5 Jahre tragen. Sind dabei, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein T-Shirt mit hoher Qualität habt in der Get Digital, ist echt. Aber wenn du die Idee, ein bis zweimal im Jahr eine Lootbox ohne Shirt zu bekommen, gefällt oder nicht gefällt, dann sag uns bitte deine Meinung der August-Umfrage auf. Link, dies werde ich denn tun. Für alle Nicht-Abonnenten finde ich das ein bisschen fragwürdig, wenn ihr das machen würdet. Alle anderen habt natürlich das Loot-Heft auch. Hier habt ihr noch ein paar coole Items. Wenn ihr auf getdigital.de geht, unter anderem das Tutorial-Ding hier unten, finde ich mega cool, glaube ich. Ist ein Tagebuch. Okay, finde ich gar nicht cool. Auf alle Fälle ist das Box. Mir hat sie weitestgehend gefallen. Ist nicht die Mega-Box. Im Vergleich zum letzten Monat ist aber immer noch eine gute Box. Wie gesagt, wir sind hier auch beim Wert von über 80 Euro. Ich habe 40,90 Euro bezahlt.
Finde ich demnach vollkommen okay. Die King's Loot ist da ein bisschen anders. Ich glaube, da bezahle ich ungefähr 70. Der Wert ist ungefähr 90. Mal gucken, also war bei der Gaming Box. Jetzt kommt ja als nächstes die Anime Box in doppelter Ausführung. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ein Like. Ihr könnt gerne auch meinen Kanal abonnieren. Kommentieren ist vollkommen kostenlos. Und ihr habt die Chance, eine dieser Box-Zusammenstellungen zu bekommen. Wenn ihr darauf gar keinen Bock habt, könnt ihr einfach nö sagen. Auf Instagram könnt ihr natürlich dem Gewinnspiel des Gamings wieder mitmachen. Wie gesagt, kommt am letzten Wochenende jeden Monat. Und ich würde mal sagen, dann sind wir mal gespannt, ob wir uns vielleicht auch mal auf Twitch sehen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Come on.